Herzlich willkommen zurück im Tiefschnee in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Im letzten Part haben wir hier angefangen, in dem Part machen wir hier weiter. Fährst du noch Flug oder kannst du schon Schwünge ziehen? Bruder, ich kann gar kein Ski fahren. Real Talk. Aber ich glaube, wenn ich fahren würde, würde ich die ganze Zeit Flug fahren. Sneeble! Ich habe total vergessen, dass es das Pokémon gibt. Oh mein Gott, die Weiterentwicklung gibt es ja auch. Sollen wir Sneebuna ins Team nehmen? Aber Glibunkel ist schon klar stärker. Oh, schwere Entscheidung hier an der Stelle. Sehr, sehr schwere Entscheidung. Vor allem, weil ich ein anderes Pokémon nehmen wollte. Warte mal, Sneebuna ist vom Typ Unlicht, Eis. Gute Frage. Ist halt echt schwer, weil du halt hast halt echt... Ja, keine Ahnung, wir haben halt eigentlich schon Unlicht-Pokémon mit Luxtra. Nee. Wir fahren mit dem weiteren Kurs. Scheiß auf Sneeble. Obwohl Sneebuna echt cool ist und echt ein cooles Pokémon ist und eigentlich total in unsere Team-Attitude reinpasst. Aber wir verzichten. Cool, hier gibt's ein Haus. Hütte Flockentanz. Ein warmes Bett bringt warme Füße. Hier bei dem Haus kann man... Aber es glaubt oder nicht. Hier rein. Und wir können uns ausruhen und heilen. Cool, oder? Das heißt, wir können hier in der Gegend extrem hart trainieren. Machen wir aber nicht. Im Unterschied zu manchen Pokémon habe ich keine Speckschicht, die mich warm hält. Deshalb trage ich meine Schichten Kleidung übereinander. Ah. Wenn du magst, kannst du dich hier ausruhen. Diese Hütte hat zwar schon mal bessere Zeiten gesehen, aber ich fühle mich trotzdem wie zu Hause. Wunderbar. Du willst sicher kämpfen? Ich kämpfe nie zum Spaß, das ist keine Übung. Sneeble wäre echt eine Option gewesen noch in unserem Team. Ich habe total vergessen, dass es Sneeble und Sneebuna gibt. Ich muss mich an der Stelle wohl entschuldigen. Es hagelt. So, dann setzen wir Metallklau ein. Warum auch immer wir da im Vorteil sind, lol. Unser Angriff steigt. Und als 6 kommt Marschock rein. Also hier sollten wir überhaupt keine Probleme haben. Wirklich gar keine. So. Auch mit dem gesteigerten Angriff sollten wir hier keine Probleme haben, weil jetzt können wir hier Sneeble immer noch nicht one-hitten. Wunderbar. Schade. Oh Mann. Hör doch auf. Komm schon. Ist es jetzt auch schon vom Typ Eis? Was soll Sneeble eigentlich darstellen? So ein Luchs? Eine Schneekatze? Und wenn ja, was sollen die drei Federn oben darstellen am Kopf? Ich weiß nur, dass man hier Sneeble fangen kann. Was man hier auch fangen kann, mit Hilfe von einem Gadget, das wir nachher noch bekommen, ist, glaube ich, Schnäppke. Und Schnäppke ist richtig cool. Da habe ich auch eine Shiny-Variante von Schnäppke. Ist aber leider männlich. So. Und der Schneesturm nimmt an Stärke zu. Diese Kälte kann ich nicht
kann sich mit Feuer in meinem Herzen nicht messen. Ein Feuer-Pokémon wäre halt auch noch richtig cool. Aber wir haben leider keins. Raichu. Das könnte kritisch werden. Wir gucken mal, was wir dem entgegensetzen können. Also wenn das jetzt reicht, bin ich echt enttäuscht. Schade. Wahrscheinlich sind wir paralysiert. Ja, war klar. Die Attacke musste er aber noch machen. Roselia erreicht Level 44, wunderbar. Und immer noch nicht entwickelt. Wir wechseln das Pokémon. Roselia wäre jetzt hier auch eine Option gewesen. Wo man das Pokémon fangen kann, zeige ich euch auch noch. Aber dazu muss ich mich erst auftun, alle Incognito zu fangen. Von A bis Z. Das sehen wir dann wahrscheinlich im Backtracking. Jo, bei Pokémon Diamant gibt es Backtracking. Oh, schade. Viele Sound von Hypoteras cool. Kann man sich geben. Und wir schlafen. Zweites Pokémon mit Statuseffekt. Sechste Pokémon ist Pelipper. Mal gucken, ob wir da was machen können. Und wir haben mal keinen Statuseffekt bekommen. Auch hier Level Up. Luxray ist Level 48 und versucht Donnerwelle zu lernen. Ja. Gut, nein. Das Feuer in deinem Herzen ist so stark wie das Feuer in meinem. Nein, ist es nicht. Sonst hättest du wenigstens ein Pokémon kaputt gemacht. So, hier hat es natürlich auch wieder Trainer. Oh Gott. Und ich setze mal ein Paraheiler ein. Weil sonst kommen wir hier tatsächlich nicht so weit. Warte mal, Feuerheiler, Hyperheiler, Ätherbeleber, Paraheiler. Davon haben wir drei. Und Aufwecker haben wir einen. So, wir laufen erstmal am Rand lang. Gut. Dann gucken wir uns hier so ein bisschen um. What the fuck? Ein Fläschchen Eisen. Dann orientieren wir uns hier. Dann beybladet da einer an uns vorbei. Und hier ist der Eisstein. Hier kann man, Evoli entwickeln. Ein Mensch, was ein seltener Anblick. Das schenke ich dir. Ein Bandsticker. Keine Ahnung, was der bringt, aber ich glaube, der bringt noch richtig viel. Bandsticker sind, glaube ich, gar nicht so. Hier kann man Evoli zur Eisform entwickeln. Ich verwende das Itemradar meines Pokéjobs, um nach Dingen zu suchen, die unter dem Schnee verborgen liegen. Ja, macht doch bedingt Sinn. Werde ich jetzt aber onscreen nicht machen. Wir Skifahrer könnten Mutter Natur durch die Sohlen unserer Ski... Wir Skifahrer? Habe ich gerade Skifahrer gesagt? Wunderbar. Lassen wir das so stehen. Das habe ich komplett aus dem Konzept gebracht. Aber hier der Skifahrer Rüdiger. Hier werden wir mal was versuchen mit Eisstrahl zu reißen. Mal gucken, ob es möglich ist. Naja.
Naja. So, dann geht's weiter mit Metallklaue. Ich will jetzt hier nicht mehr so eine starke Attacke verschwenden. Metallklaue ist immer recht effektiv. Das sechste Sneebel. Wird leider auch nicht komplett down gehen. Aber es muss ja vom Typ Eis sein, weil es bekommt keinen Schaden. Bei Hagel. Ja, komm. Wunderbar. Ich habe einen guten Eindruck von meinem Skifahren erhalten. Ach so, lol. So. Latschen wir hier runter. Die Route ist meiner Meinung nach richtig groß. Hier ist nämlich noch ein Skifahrer. Ich zeige dir die Techniken, die man mir in der Skischule eingetrichtert hat. Oh Gott. Oh Gott. Er fängt mit Schneebedeck an. Das erste Mal, wo wir das Pokémon hier sehen im Spiel. Das Schwert und Schild haben wir es viel zu früh gesehen, meiner Meinung nach. Da war es auch lange Zeit Teil des Teams. Ich meine, guckt euch an, was hier passiert. Es ist göttlich. Mal schauen, wie viele Kämpfe wir noch mit Empoleon schaffen. Hat ja einfach nur 4 Schneebedeck. Also ich gebe es ganz ehrlich zu. Mit dem Pokémon hätte man gegen Rayquaza eine Chance. Andererseits, nee. Eine Flugattacke und das Ding wäre auch tot. Also ich finde es nicht schlecht. Das gefällt mir vom Design. Finde ich, dass das nur ein Weihnachtsbaum ist. Ich frage mich gerade, warum Schneebedeck eine höhere Initiative als bei dem Polion hat. Wunderbar. Jetzt kommt Enteron als letztes. Ganz cool. Funkensprung sollte hier reichen. Zur Not können wir auch Knirscher einsetzen, weil wir jetzt Funkensprung nicht mehr zur Verfügung hätten. Ja, easy. Come on, du bist doch kein Gegner. Ich kann es nicht fassen, meine Techniken haben versagt. Ja, krass, hm? So, und weil wir so cool sind und richtig vorausgedacht haben, vor 20 Parts gefühlt, trinkt unser Empoleon eine Kumo-Milch und ist fast voll geheilt. Und hier ist ein Ninja. Dich hab mal gesehen. Du warst der Schlechteste bisher. Mich zu denken, erfordert enorm scharfe Augen. Nein, einfach nö. Und er fängt mit Zubat an. Oh mein Gott. Was eine Verschwendung von AP.
So. Was kommt als nächstes? Erstmal der Hit durch Hagelkörner. Der ist immer da. Als nächstes kommt Glibunkel. Ja, komm, setz mir Staraptor ein. Ich glaube, mit dem Pokémon sind wir hier ein bisschen besser bedient. Vor allem gegen Glibunkel. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo die Dauer der HP-Leiste, wie schnell die runtergeht, verglichen wird mit dem alten. Im neuen sind es irgendwie 0,746 Sekunden. Im alten sind es einfach 20 Sekunden, bis du ein Pokémon besiegst und komplett down hast. Das müsst ihr euch einfach reinziehen, einfach 20 Mal so lang. Ja, komm, setz mir Voltwechsel ein. Zack! So, Toxiquark ist auf Level 39. Setz mir es doch mal ein. Warum nicht? Was ist denn? Hier. Wir haben es doch nie eingesetzt. Das erste, was es macht, es wird von Hagelkörnern getroffen. Zubat ist das nächste Pokémon. Ja, komm, wir probieren es mal. Die gute, große Frage, ist es brauchbar? Wir probieren es mal mit Tiefschlag. Oh! Es ist sogar sehr brauchbar, lol. Ich bin froh, dass wir Toxiquark im Team haben. Das wird uns unglaublich helfen jetzt beim nächsten Orden. Oder auch bei anderen Eis-Pokémon etc. Regentage deprimieren mich irgendwie. Fällt Schnee. Hingegen Schnee bin ich einfach nur überglücklich. Ja, keine Ahnung. Ich finde beides cool. Also so ein Sommergewitter oder so ist auch. Kann man sich auch geben. Es muss nicht immer nur Schnee sein. Mittlerweile ist es andersrum bei Schnee. Weil mittlerweile muss ich mein Auto kratzen, wenn es schneit, und da habe ich keine Lust drauf. Meistens auf jeden Fall. So. Ist hier hinten irgendwas? Nee. Doch, Nugget. Schon gedacht, der Weg ist nicht umsonst. Ich frage mich, warum da der Schnee tiefer ist. Und man dann langsamer wird. Ist ja übelst nervig. Das ist nochmal so ein Ninja. TM07 Hagelsturm, alles klar. Den Ninja kümmern. Ganz gleich. Wir gucken jetzt erstmal, was hier drin ist. Hier ist nämlich ein Wanderer. Als ich mich durch den Schneesturm kämpfte, habe ich eine TM verloren. Sie enthielt die Attacke Kraxler. Die könnte ich jetzt echt gut gebrauchen. Ah, echt? TM 100, Kraxler! Setzt du Kraxler über die App VM-Attacken ein, kannst du felsige Steinwände hinaufklettern. Cool! Dann haben wir die jetzt gerade gefunden. Ja, komm, ist es wieder so ein Ninja-Trio? Ich habe keine Ahnung. Pionscorer, Ja. Ich glaube, Lake sollte da ausreichen. Yep. Reicht auch. Ich sollte meinem Polion eigentlich Surfer beibringen. Einfach aus Nostalgiegründen.
Surfer ist die einzige brauchbare Attacke. VM-Attacke. Also, keine Ahnung, Surfer ist richtig gut. Der Rest ist einfach Schmutz. So, dann wäre der Trottel hier auch down. Warte mal. Gibt's hier nochmal irgendwo was? Da ist nochmal ein Skifahrer, aber da hinten geht's dann Richtung Eisstein. Hallo? Ich fahre seit meinem 5. Lebensjahr mit dem Pokémon Ski. Ach Gott, und was kannst du jetzt davon kaufen? Hier ist ein Schneeschuh, aber warum bist du hier? Du könntest ja frieren, what the hell? So, aber hier werden größtenteils Wasser-Pokémon eingesetzt. Ich weiß noch nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Knuddler. Ah. Ich habe gedacht, es macht mehr Schaden. Gut. Damit ist Marill down. Sehr nerviges Pokémon. Haben wir eigentlich mal einen Azumarill gesehen? Ja, komm, wir kämpfen einfach weiter. Pipi sollte jetzt auch nicht der größte Act sein. Warte, was? Ja. Hat er richtig viel gebracht? Ah, komm. Um meine Gewandtheit zu verbessern, trage ich nur leichte Kleidung. Alter, du bist doch geisteskrank. Was hat das mit Gewandtheit zu tun? Einfach nur geistesgestört, lol. Ja, komm, wir können keine Probleme bekommen. Wir haben ja einen Stahltyp. Aber bei Kampfattacken hingegen können wir Probleme bekommen. Andererseits ist Glibunkel so schlecht. Ich muss da gar nicht weiter drauf eingehen. Jetzt kommt Marshock. Da sollte auch eine Lake reichen. Ich fand die Animation fand ich früher besser. Abschlag. Okay. Tja, was hat denn Marshock jetzt von deiner Gewandtheit? Von Idiot. So. Roselia Level 45 und versucht Blütenwirbel zu lernen. Wir können ihm Blütenwirbel gerne beibringen. Ist eine starke Attacke. Und wir verlernen Giftstachel. Sechs kommt Onyx. Ja. Ich glaube, ihr kennt meine Meinung dazu. Die Robustheit bringt ihm jetzt hier in dem Fall, glaube ich, gar nichts, weil die Hagelkörner. Onyx. Treffen. Hoffe ich auf jeden Fall mal. Jo. That's it. Viel Wirbel um nichts. Hachi! Okay. Das fand ich jetzt gut. Aber er wollte ja nicht einsehen, dass er krank wird. Dann halt. So. Dich kriege ich, glaube ich, noch hin mit Empoleon. Was gibt's denn? Du möchtest einen Pokémon-Kampf machen?
Kann es sein, dass das dir kalt ist, oder? Ach, Mareike. So. Roselia ist kein Problem gegen ein Eis-Pokémon oder gegen ein Wasser-Pokémon, wenn es Eisstrahl kann. Was dann eher ein Problem ist, ist dann wahrscheinlich das nächste Pokémon. Ich habe keine Ahnung, was da kommt. Luxras Level 49. Wir müssen das nächste Pokémon one-hitten. Golking! Und wir wechseln sowas von zu Luxra. Ich glaube, Golking ist jetzt auch ein neuer Pokémon-Eintrag. Krass, dass es so spät kommt. Und wir setzen einfach mal, ich weiß nicht, Voltwechsel ein. Ich glaube, Voltwechsel sollte hier reichen. So. Puh, du bist ein Mensch, was für eine Erleichterung. Hat sie gedacht, ich bin... Oh mein Gott, ich glaube, sie hat gedacht, ich bin ein Geist oder so. Meditalis! Erscheinen hier ziemlich wild. Und das ist eigentlich auch ziemlich cool, weil hier kann man ziemlich hart leveln. Meditalis geben richtig viele Erfahrungspunkte. Habe ich auf jeden Fall so im Kopf. Aber leider müssen wir flüchten, weil wir übelst low sind. So, und hier ist nichts. Stärkeufer. Okay. Hier ist Team Rocket, aber bevor wir zu Team Rocket gehen, würde ich doch ganz gerne erstmal hier lang und den Hyperball holen. Und anschließend würde ich gern hier lang. Oh Gott. Ein Schneebedeck. Ein weibliches. Die Männchen sind weniger weiß. Warum ich sowas weiß, ich weiß es nicht. Tschö. So. Hört ihr die Musik? Oh, das ist so gut. In diesem eingeschneiten Ort herrscht immer Eiseskälte. Aber der Kampfgeist, der Trainer und ihre Pokémon glüht wie ein wärmendes Feuer. Das gilt besonders für die Arenaleiterin. Und ich habe schon ziemlich viel Mythen gehört, dass man sich hier in der Arena softlocken kann. Deshalb müssen wir da den Autospeicher ausschalten. Keine Ahnung, wie das geht. Aber wir gucken mal. Und guck mal, sogar die Textur vom Pokestore ist anders. Viel verschneiter. Cool, oder? Ich bringe meinen Pokémon mit Hilfe von Tames Attacken unterschiedlichen Typen bei. Die Top 4 der Pokémon-Liga sollen nämlich weitaus stärker sein als jene Arena-Leiter. Wird dein Pokémon eingefroren, so taucht es nach einer Weile von selbst wieder auf. Aber an deiner Stelle würde ich dennoch ein paar Eisheiler mitnehmen. Lül. So, können wir hier irgendwas Neues, Spezielles kaufen? Bis auf den Hyperheiler und den Hypertrank? Nee, sieht nicht danach aus. Wir müssen mal vorbeigucken, nachdem wir die Arena-Leiterin besiegt haben. Oh. Cooles Outfit. Gehst du etwa zum Blizzard-Tempel? Du weißt schon, dass du da nicht rein darfst. Ach, darf man da echt nicht rein? Frieda bringt mir alles über Pokémon bei. Sie sagt, dass man zu Beginn erstmal Freundschaft mit ihm schließen soll. Nö. Aktuell ist niemand in der Arena, deswegen ist das Licht aus. Hier gibt es weit und breit nichts, rein gar nichts. Das macht uns irgendwie einzigartig. Lol. Hört sich nach meinem alten Dorf an. Wusstest du, dass es in der Gegend um Blizzard viele Eis-Pokémon gibt? Ob die wohl auch im Tempel leben? Man hört viel über den Tempel, aber der Tempel ist aktuell für uns noch nicht relevant. Das hat mehrere Gründe. Zum einen brauchen wir da die drei Regis. Regi-Eis, Regi-Rock und Regi.
Stil, zum anderen können wir das erst in der Afterstory machen. Warum stehst du hier vor der Treppe? Der Schnee verschluckt alle Geräusche, deshalb ist es hier so ruhig. Interessant. Wichtig ist einfach, dass wir jetzt hier hinfliegen können. Deswegen bin ich jetzt als erstes hierher gelaufen und ins Pokémon Center gegangen. Denn wenn man hier nicht hingeht und zu Lutz geht und danach woanders hinfliegt, dann darf man den ganzen Weg nochmal machen. Cool, oder? Die Info zum Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ich Blasbeard Schuh. Tschüss und bis bald.